Willkommen bei NLV. Hier seht ihr den brandneuen LG 47 Zoll Fernseher. Ich sage euch gleich den genauen Produktnamen. Und zwar müsste das, und mal an der Seite schauen, der genau 47LM640S sein. Wir sehen können, wir haben noch ein 42 Zoll Modell. Das packen wir dann im nächsten Video aus. Ja, das hier ist ein 119 cm Fernseher. Kostet nicht allzu viel. Gab es bei dem Amazon Warehouse Deals jetzt für 750 Euro. Kostet normal um die 900 gerade im Laden und der UVP liegt, glaube ich, bei 1100 Euro. Und wie ihr sehen könnt, hier diese 640-Variante hat ein paar interessante Features, wie zum Beispiel LED-Display. Allerdings ist zum Beispiel die Magic Remote Control nicht mit dabei. Also ihr könnt nicht per Geste euren Fernseher bedienen. Das könnt ihr allerdings dann nachkaufen von LG. Kostet ungefähr 50 Euro die Fernbedienung. Und während ich hier rede, packe ich das Ganze schon mal aus. Ich kriege auch noch ein bisschen Hilfe, denn das wiegt leider schon ein paar Kilogramm. Versandzeit lag bei ungefähr 2 Tagen, also es könnte auch bei euch recht schnell da sein. Ihr müsst euch jetzt nicht Gedanken machen wegen Weihnachten, dass es länger als 2-3 Wochen dauern würde. Aber es muss natürlich auf Lager sein, im entsprechenden Shop, wo ihr das bestellt. So wie ich sehe, oben ist das mal viel Styropor drin in der Verpackung. Wir werden alles hier aus dem Gerät rausnehmen, was sie hier brauchen. Als allererstes sind hier natürlich so kleinere Sachen drin wie ein Handbuch. Ich komme mal ein bisschen näher zur Kamera. Also wir haben ein Handbuch drin, wir haben ein paar Kabel und so eine Fernbedienung. Hat schon so ausgeschaut wie ein Notebook-Akku. Alles schön verklebt hier. So. Also, neben dem Handbuch haben wir hier noch mit dabei eine schicke Fernbedienung. Das ist nicht die Magic Remote, das ist eine Standard-LG-Fernbedienung. Fühlt sich sehr gut an, vor allem die Menütasten sind schön groß. Ich nehme es mal aus der Folie raus, dann seht ihr ein bisschen mehr. So, schaut ganz attraktiv aus. Bisschen lang, aber wir haben natürlich auch noch 2 Batterien hier mit in der Verpackung mit dabei. 3 A-Batterien benötigt ihr dafür. Also einmal natürlich Batterien für Fernbedienung. Dann haben wir hier viele schwarze Schrauben. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wofür die da sind. Werden wir aber gleich mal anschauen. Vielleicht kann man den Fernseher auch an die Wand stellen oder vielleicht für den Standfuß. Dann haben wir hier noch drin einmal wahrscheinlich um das Kabel hinten ein Kabelbinder. Kann man auch mehrmals benutzen hier. Also einmal kann man das an den Fernseher hier direkt reinstecken und dann einmal außenrum um die Kabel binden. Sehr praktisch. Dann haben wir hier einen Composite-Anschluss-Kabel-Set. Also am Fernseher wird ein Anschluss sein und dann entsprechend später dann Ausgabe etwas mehr. Dann hier das gleiche nochmal, das ist JUF, glaube ich, soweit ich weiß, also das RGB. Und dann haben wir hier noch ein interessantes Adapter. Kabel, und zwar ist das SCART mit einem ganz speziellen Anschluss hier an diesem Ende und ansonsten hier natürlich, damit ihr vielleicht eure alte Konsole, Spielekonsole oder ähnliches anschließen könnt. So, was haben wir hier noch drin? Also wenn das der Standfuß ist, dann ist der ganz schön leicht. Auch hier wieder alles schön einzeln verpackt. So, ja, schaut nach einem Standfuß aus. Wir haben hier an der Rückseite hier einmal 4 Schraubplätze. Diese waren natürlich, denke ich mal, entsprechend in der anderen Verpackung. Und wir haben hier an der Unterseite auch nochmal 4 Schraublöcher. Also ich glaube, das ist nur ein Zubehör zum Standfuß, damit wir das am Fernseher hinten dran machen können. Und so, dann haben wir hier oben ein großes Stück Styropor. Mit sonst nichts. Und ja, jetzt kommt hier der richtige Standfuß, der wiegt natürlich schon ein paar Kilogramm. Auch hier wieder mal suchen. Ach genau, ist schon offen, nichts verklebt, sehr schön. So, also hier schön schwarz das Ganze. Hier kommt dieses Stück, denke ich mal, drauf, genau so. Und dann kommt der Fernseher natürlich hier vorne hin. Und der Fernseher ist dann hier entsprechend eingehängt.
Der Standfuß wiegt natürlich schon ein paar Kilogramm. Hier sind nochmal Kabel, Binder sozusagen nochmal dran. Also ihr könnt das Kabel hier schön links, rechts am Standfuß hier weiterführen zu euren DVD-Playern oder ähnliches. Und ja, also wiegt ganz schön viel und ist auch spiegelnd und nicht, also glossy entsprechend. Deswegen ist so viel Folie drauf. Und sonst haben wir nur noch das Panel hier drin. Dazu brauche ich jetzt etwas Hilfe. Damit es nicht eventuell aus meiner Hand rutscht. Das legen wir jetzt einfach mal hier hin. Ich nehme jetzt mal hier die letzten Sachen aus der Verpackung raus. Das war's schon. Ich stelle es auf die Seite. Dann nur noch die 3D-Brille, das kommen wir gleich noch. Das Ganze legen wir jetzt auf den Boden. Also der Fernseher ist auf jeden Fall schon mal schön dünn. Und jetzt natürlich auch spiegelnd, kein mattes Display natürlich bei dem 47 Zoll geht. Oben haben wir einen sehr dünnen Rahmen, unten relativ dick, aber schauen wir uns jetzt mal die Anschlüsse an. Nicht so leicht. So, wir haben hier einmal auf dieser Seite zwei USB 2.0 Anschlüsse und vier HDMI Anschlüsse, von denen einmal 1, 2 und 3 und 4 dran steht, bei dem vierten nochmal PC und wir haben einen USB-Apps-Anschluss und auch einen CI-Anschluss hier. Und ansonsten befindet sich auf dieser Seite nichts. Wir haben hier auf der Rückseite noch unten hier noch einen LAN-Anschluss, einen RGB-Anschluss, einen Audio-Anschluss, AV, Ton, Satellite, Cable Antenna, Kopfhörer und optischen Audio-Anschluss. Strom natürlich kommt einmal hier hinten raus, nicht seitlich beim LG. VESA-Standhalterung, auch hier oben die vier Schrauben. Also ihr könnt es natürlich auch an die Wand montieren. Und dann haben wir noch ein paar Knöpfe auf der anderen Seite für Lautstärkeregelung, Settings, Input, Strom. Und ja, das war es soweit von dem Fernseher an sich. Den wir mal auf den Boden stellen. Können wir einfach hinlegen, oder? Mhm. So. Schön dünnes Gerät, unten sind noch ein paar Lüfterlöcher drin. Das Ganze wird dann entsprechend ungefähr so dick sein, also höchstens so 6-7 cm. Und dann haben wir hier noch ein Paket mit vier 3D-Brillen. Das ist einer der Gründe, wieso man sich einen LG-Fernseher kaufen sollte, ist die Polarisationstechnologie. Die benötigt nämlich keinen Strom, ähnlich wie im Kino. Da habt ihr einfach hier diese Brillen und sprechen jetzt hier in vier Farben, die ihr übrigens auch im Kino benutzen könnt oder aus dem Kino. Die Brillen könnt ihr auch zu Hause benutzen. Ihr sehen könnt, wir haben vier Farben, also jedes Familienmitglied eins. Wir haben sogar noch ein Putztuch mit dabei, sehr schön. Und ja, mit diesen vier Brillen könnt ihr dann 3D ganz bequem anschauen. Die sind ganz leicht, schön groß und die Aufsätze gibt es sogar für Brillenträger. Also ihr müsst nicht dann entsprechend noch eine Brille tragen, sondern es gibt so Mickey-Maus-Aufsätze, nenne ich das gerne hier für Brillenträger. Ist jetzt hier nicht in der Box mit drin. Was wir beim 42 Zoll Modell noch mit dabei haben, sind Dual-Play Brillen, zwei Stück, das heißt, ihr könnt auf einem Fernseher zu zweit eure Spiele spielen und wenn ihr die Brille anhabt, dann seht ihr Fullscreen das Bild und habt kein geteiltes Bild, sondern ihr könnt Fullscreen euer Bild sehen bei Halo oder ähnlichen Spielen und seht dann nicht das, was der andere zum Beispiel sieht. Also bei Ego-Shootern zum Beispiel macht das sehr viel Sinn, wenn man sich mal versteckt. Mein Name ist Ballas Stahl für Endeavor TV, das war hier der 47 Zoll LG 640 Fernseher für ungefähr 750 Euro, gerade erhältlich, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt bei dem Unboxing und bis zum nächsten Mal.